So, der Deluxe-Entleuchter. Ja, so, zack. Die Toiletten scheinen hier relativ... Naja. Relativ, ne? Oh, da ist eine Pflanze, die mir nicht mehr so gefällt. So. Pam! Was haben wir jetzt? Zeitbegrenzte Belohnung. Mhm. So, weiterbilden. Die hat Genetik. Haben wir denn schon Genetik 2? Ne, gibt es nicht, ne? Unemotionale Intelligenz. Okay. Na, vielleicht ist Diagnostik ja auch gar nicht mal so verkehrt. Wäre ja auch gut, ne? Manchmal braucht man vielleicht auch ein bisschen als Arzt ein bisschen Diagnostik. So. Sondermeldung. Mhm. So, jetzt weiterbilden hier. Der Geisterjäger. Gott sei Dank. Mechanik. Da holen wir uns noch einen Gastdozenten dazu. So. Ein Hausmeister wird zur Reparatur der Ultraschallkanone benötigt. Jetzt schon? Die habe ich gerade erst gebaut. Boah. Aber geht nicht ab. Geht nicht ab bei denen, ey. So, Zimmer. Ach Quatsch, nicht Zimmer, Objekte. So, vielleicht mal eine bisschen bessere Bank hier, so ein bisschen. Ist das denn die erhöhte Komfort? So. Ja, Toiletten sind hier, Junge. Achso, habe ich ja schon. Okay. So, Öffentlichkeitsarbeit ist im Gange, ja. Öffentlichkeit Hammer. Wir haben Öffentlichkeit. So. Alter. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Aha. Ja, dann schauen wir uns die doch mal an. Was können wir denn noch alles so besser machen? Nix, sterben tun die eh alle. Da brauchen wir nichts mehr dran machen. Der Unterricht ist beendet. So, können wir gleich mal drauf eingehen, ja? Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. So, Mechaniker 2. So, jetzt weiterbilden. Der hat Genetik und Forschung. Der könnte auch auf Forschung 2 direkt gehen, fände ich. Da holen wir uns nochmal einen Gast dazu. Dr. R. Sabbel. Eieieiei. Hier mal eigentlich gar keine Toilette. Das ist eigentlich relativ doof, ne? Im DNS-Labor wird ein Arzt verlangt.
Hallo. Nasi? Guter, die guten Betreuung, Stufe 2 sogar. Und dann lieber hier Sachen verkauft. Wie läuft denn der Laden hier? Sieht man gar nicht. Okay. Nein! Ach, bitte nicht, ey. Jetzt weiterbilden in Psychiatrie, ja. Können wir noch in Psychiatrie weiterbilden? Hier Dr. R. Lange. Ja, mehr haben wir jetzt aktuell nicht. Wollen wir denn jetzt die zweite Forschungsstation? Instandhaltung für die Farmtherapie erforderlich. Da. Wir könnten jetzt natürlich die Psychologen, ja, Warteschlange von 3, Warteschlange von, pass auf, das machen, boah, zwei, kopieren. Stufe 2, das ist natürlich echt doof, finde ich persönlich, daher würde ich gerne auf irgendwie Stufe 3 kommen. Zack. Mehr wäre natürlich noch besser. Ich schau mal. Ob wir das irgendwie noch höher getrimmt kriegen würden. Na, so. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch relativ. Das ist ja. So. Ja, guck mal. Hallo? Achtung! Bitte füttern Sie die Geister nicht. Sie sind tot. Vielen Dank. Bitte. So. Dann haben wir hier 3 in der Warteschlange, da 3 in der Warteschlange. Und hier gerade aktuell nur 1. Der Easy Scan. Hier haben wir 1 in der Warteschlange, 0 in der Warteschlange, ist immer gut. Hier haben wir eine Reparatur, eine Erweiterung. Hier haben wir 0 in der Warteschlange und hier haben wir eine Reparatur nötig. Hier haben wir 1 in der Warteschlange. So, der Medikamentenmixer, ja, der sieht auch sehr motiviert aus, der gute Herr. So, jetzt wird weiterbilden in der Chirurgie 1. Wäre vielleicht auch ganz nice, wenn der Chirurgie 2 hätte. Ne, man weiß es ja nicht. Ne? So. Instandsetzung. Da holen wir uns auch wieder einen Gastdozenten. Aber so eine Instandsetzung könnte ja fast eigentlich, ne? Jeder machen. Es gibt so. Meldungen über eine Lawine, die das Krankenhaus in den spitzen Bergen heimgesucht hat. So. Ich selbst habe nie auch meine Schneeflocke zu Gesicht bekommen. Und diese Meldung trägt nicht dazu bei, dass ich daran etwas ändern werde. Oh, die Ärzte werden langsam voller. Hm. Oh. Und unser Pausenraum wird irgendwie auch voller. Hm. Ein Hausmeister wird für die Reparatur des Deluxe-Entleuchters benötigt. So, pass auf. Ist vielleicht gar nicht mal verkehrt, wenn wir mal hier so eine Pausenzimmer hin basteln noch. So. So einen schönen Seiteneingang. Zack. So. Na.
Wir haben ja auch ein paar Leute, ne? So. Achso, weil da die Tür ist, ja klar. Nein, hör auf, Mann! Instandhaltung in der Forschung erforderlich. So. Was ist das? So, eine kostenfreie Kaffeemaschine geht auch immer, finde ich. Also so ein Süßigkeitenautomat, der geht auch immer. So ein Sonic-Baum. So, damit haben wir nämlich einen wunderschönen Pausenraum, ja, und können den erstmal hier, der ist ja total belastet, angenehm ist er nicht, daher verkaufen wir ihn. So, fupp. Es ist vielleicht der Aufmerksamkeit der meisten Hörerinnen und Hörer entgangen, aber Dupont County verfügt über ein wahres Wunderwerk moderner Technik, die Spitzbergenbrücke. Wenn Sie gerne Dinge überqueren, müssen Sie diese Erfahrung unbedingt einmal gemacht haben. Im Marketing wird ein Assistent benötigt. Ja, nicht nur Marketing. Wie ist denn unser Ruf? Unser Ruf ist sehr schlecht, aber... Irgendwie werden wir ja dann doch überlaufen. Ne? So. Der Gesundheitsinspektor ist unterwegs. Ja, lass ihn doch. Sehen Sie gesund aus. Thomas. Alles gar kein Ding. So, was braucht der denn? Schwester Rabiata braucht... Ne, die kriegt die Apothekerverwaltung. Finde ich recht gut. So. Heile 6%. Eine Station und ja. Zack. Patienten treffen jetzt auf der Station ein. Station war hier. Vielleicht sollten wir da. Da sollten wir vielleicht mal ein bisschen emotional. Mal ein paar mehr. Leute, zur Verfügung stellen. Ich bin... auf damit. Finde ich nicht lustig. So. Schon ohne Todesfall. Ja, das glaube ich kaum, dass das mir möglich ist. So, Warteschlange. Warteschlange 0. Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Warteschlange 2.
Warteschlange 2. Damit habe ich aber auf jeden Fall schon mal einiges hier rausholen können. Warteschlange 3. Ich glaube, damit konnte ich einigen schon ein bisschen okay. Okay, der Herzraser ist auch ganz schön im Kommen jetzt gerade. Oh, und der Easy Scan auch. Okay. Wieso macht der das in chirurgischer... Nee. So, schaffen wir das. Wir haben es bestmöglichst hier versucht. Ne? Das möchte ich nochmal eben sagen. Wir haben ja versucht, hier bestmöglichst irgendwie hinzukriegen. Gut, ich glaube, wir haben eine neue Weiterbildung zur Forschung entwickelt. Bilde deine Forscher weiter, um sie noch... Okay, geil. Hallo, so. Hier ist Harrison Wolf. Heute geht es um nachhaltiges Leben. Kopieren. Also schenken Sie sich etwas Regenwasser ein, drehen Sie den Thermostat runter und dann wollen wir mal loslegen. Mist. Ja, dann will ich nicht. Ein Arzt wird in der Forschungsabteilung verlangt. So, die wird auch verkauft hier. Flupp. Dafür kommt dann lieber hier nochmal so ein Easy Scan hin. Nee, ja Quatsch, das ist ja Erzraser. Flupp. Ein Hausmeister wird um die Reparatur des Herzrasers gebeten. Ah, die sind schon unterwegs. Alles gut. So, Befunde, Begutachter hat seinen kürzlichen Besuch einen Bericht geschickt. Er hat umfassend 30 Seiten, also haben wir ihn nicht durchgelesen, aber er ist das Fazit unheimlich durchschnittlich. Es gibt nichts, wodurch der Gesamteindruck des guten oder schlechten Weise mittelmäßig entgehen könnte. Also kein Grund zur Klage, aber auch nicht viel zur Freude. Sondermeldung, du hast 5 von 6 Patienten geheilt. Dann können wir das Personal eigentlich wieder abziehen, so, also das Überschüssige. Also, ja, das stimmt. Können wir uns ja mal ansehen. Mein Kaffee ist bestimmt kalt. Isa. Da haben wir 9 Auszeichnungen. Sehr gut. Liebe Freunde, sehr gut. Ja, leider haben wir den Wunsch nicht erfüllen können. Aber, ne, man kann nicht alles haben. Ne, liebe Mandy, es geht nun mal nicht alles. Da musst du dich mal dran gewöhnen, ja? So, zack. Achso, wir könnten mal eben direkt nochmal ein neues Zack machen. So. So. Mal die Forschung hier. Die sind noch an der Forschung mit dran. Das ist sehr gut. So, zack. Ja, man muss halt mal gucken, wo man bleibt. Ist ja nicht so einfach hier, ne? Was? Warum? Ich glaube, ich muss mal echt den Flügel hier gleich mal was vergrößern. Auch wenn nicht so viel Warteschlangen an sich gibt es ja gar nicht so. Thank you.
So hat sich auch alles so ein bisschen... Jetzt könnte vielleicht jemand sagen, dass ich für so eine Aufgabe nicht qualifiziert bin. Aber hat sich jetzt auch alles so ein bisschen am Rande verlaufen, würde ich sagen. Die Regierung will nur, dass wir uns selbst unterschätzen. Richtig. Rufen Sie an und verraten Sie uns Ihre besten Umweltideen. Die Regierung ist es. Die Corona erfunden haben. Die Armut den Krieg erfunden haben. Ne, was war denn das nicht? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwann dreht man ja ein bisschen durch. Ne? Verstehst, was ich meine? So. Instandhaltung des DNS-Labors erforderlich. So, Pausenzimmer ist relativ gut besucht. Wie ist es so? Angenehm ist es. Hygiene 99%. Zimmerakkreditivität 97%. Also die Temperatur ist angenehm. Was hieß denn das? Instandhaltungszusage. Mehr Heizung? Mülleimer füllen sich mit der Zeit. So, Zeitbegrenzung. So, jetzt weiterbilden. Das sind Forscher. So. Aber wir brauchen nicht nur Forscher, ja? Wir brauchen auch Genetiker. Genetiker brauchen wir ebenso. So. Zack.